Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 7. Hallo, hallo und hallo und einen guten, guten, guten Morgen aus dem wunderschönen São Paulo. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 2, Vers 11 an. Denn wer kann wirklich in das Herz eines Menschen sehen und seine verborgenen Regungen kennen, wenn nicht der Geist dieses Menschen? Über diesen Vers könnten wir eine kleine Lehrstunde halten, oder? Vor kurzem saß ich bei ganz wunderbaren Menschen zu Hause und genau darüber haben wir uns unterhalten. Es war wirklich sehr witzig. Ich fand es witzig, denn wir fingen an, darüber zu reden, wie schnell wir das Motiv des Herzens von Menschen beurteilen. Am Anfang haben sich die Leute ein bisschen verteidigt. Aber eine der Personen sagte zu mir: Na, dann urteilen wir ja den ganzen Tag. Das tun wir tatsächlich. Schau, was die Bibel sagt. Niemand weiß, was im Herzen eines Menschen verborgen ist, nur der Geist. Denk darüber nach. Es gibt Dinge, die in deinem Herzen verborgen sind, die du aus deiner intellektuellen Perspektive nicht einmal kennst. Die Bibel sagt, dass es nur dein Geist weiß. Wenn du mal darüber nachdenkst, Menschen tun etwas und wir gehen davon aus, dass wir wissen, warum sie das tun. So fällen wir den ganzen Tag lang falsche Urteile. Das Einzige, was wir sehen, ist die Handlung eines Menschen. Niemand weiß, was in seinem Herzen vor sich geht. Deshalb müssen wir als Christen aufhören, davon auszugehen, dass wir die Regungen in den Herzen der Menschen kennen. Denk mal über dich selbst nach. Vielleicht sollte ich sagen, ich erzähle dir von mir. Wie oft hat der Heilige Geist mir Dinge offenbart, die in meinem eigenen Herzen waren und mich schockiert haben? Ich hatte keine Ahnung davon, dass sie in meinem Herzen waren. Als der Heilige Geist begann, mir diese Dinge zu offenbaren, dachte ich: Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das in meinem Herzen ist. Überleg mal, ich bin mir sicher, dass es dir auch schon passiert ist. Wenn uns das passiert, dass wir selbst manchmal nicht wissen, was in uns vorgeht, wie können wir dann annehmen, dass wir wissen, was in den Herzen der anderen vorgeht? Wir wissen das nicht, und das ist schön und wunderbar. Warum ist es so wunderbar? Weil Gott allein derjenige ist, der unser Herzen beurteilen kann. Er ist derjenige, der die Tiefe unserer Beweggründe kennt. Deshalb können wir uns jetzt bedingungslos lieben, ohne uns gegenseitig zu verurteilen. Das führt zu wunderbaren, friedlichen und glücklichen Beziehungen. Paulus bringt ein natürliches Beispiel von Menschen, von uns, damit wir uns darauf beziehen können, und dann sagt er tatsächlich: So ist es bei Gott. Mit Gott ist es genauso. Seine Gedanken und seine Geheimnisse werden nur von seinem Geist, dem Geist Gottes, vollständig verstanden. Warum ist das so wichtig? Weil du die wahren Gedanken Gottes niemals herausfinden kannst, wenn der Heilige Geist sie dir nicht offenbart. Sobald du das verstanden hast, wirst du Gott nie wieder darum bitten, dir etwas zu geben, sondern du wirst dir immer mehr Offenbarung wünschen. Überleg mal, wie viel Zeit wir damit verschwendet haben, Gott davon zu überzeugen, uns noch etwas zu geben. Herr, gib mir Gesundheit. Herr, gib mir den Sieg. Herr, gib mir Finanzen. Herr, gib mir dies, das und jenes, weil wir den Fokus auf die falsche Sache gelegt haben. Der Geist Gottes kennt die Gedanken und Geheimnisse Gottes genau.
Und er hat ein immens tiefes Verlangen danach, dass du sie auch kennst. Weißt du, lass mich dich mit einer kleinen Aussage zum Nachdenken anregen. Ich glaube, dass viele unserer Christenleben so gestresst sind, weil wir so viel Zeit damit verbringen, Gott davon zu überzeugen, uns so viele Dinge zu geben und nicht genug Zeit dafür aufwenden, die Geheimnisse des Herzens Gottes herauszufinden. Denk darüber nach. Wenn du, oder vielleicht nicht du, aber die meisten Christen, wenn sie in einer komplizierten Krisensituation stecken, versuchen sie ständig Gott dazu zu bringen, sie zu lösen. Was würde passieren, wenn sie nicht versuchen würden, Gott davon zu überzeugen, ein Problem zu lösen, sondern versuchen würden, die Geheimnisse des Herzens Gottes herauszufinden? Ich sage dir, ihre Herzen würden viel mehr Frieden haben und sie würden im Sieg des vollendeten Werkes von Jesus Christus leben. So, bitte, mein lieber Freund, verbringe etwas weniger Zeit mit dem Versuch, Dinge von Gott zu bekommen und verbringe etwas mehr Zeit damit, das Herz Gottes herauszufinden und du wirst in tieferem Frieden leben. Morgen machen wir weiter.